Hallo und herzlich willkommen zum Verladesimulator 2012. Wir gucken gerade, dass wir diese Ladung hier irgendwie drauf bekommen. Stand ja schon im Titel. Also genau, die Ladung ist ein Windrad, ne? Ja, ein ganzes Windrad. An einem Stück. Clickbait. Ja. das schreiben wir in den Titel. Wir verladen ein ganzes Windrad. Hast du schon mal einen Clickbait-Titel gemacht? Ein Clickbait. Ja, natürlich. Aber mit Clickbait-Sachen, die auch wirklich in OMSI passiert sind. Also mit roten Kreisen und so? Ja, das habe ich mal ausprobiert, hat aber nicht funktioniert. Ich habe es auch mal gemacht. Ich finde es sehr lustig. Aber ich glaube, wenn man es öfter macht, dann fällt man zu Recht in Misskredit. Übrigens, die Laberbacke da, das ist Ansgar. Ich bin der Felix. Grüß euch. Möchtest du noch ein bisschen nach hinten verladen? So? Hm. Ja, so sollte... Günther, mach mal los! Jawohl. Gigi, komm! Also unmissverständliche, awkward Botschaften. Ja, mach los, Crunch. Mensch, was hab ich gesagt? Du sollst nicht losmachen. Du Arsch. Drecksdippen. Lust auf ein Rennen? Ja, okay. Ah, warte, stopp. Nein. Doch, ich muss kurz die Route anmachen. Was? Was muss ich? Die Route, ich weiß nicht wohin. Ja, ich hab schon. Ach, komm. Beim letzten Mal hast du mich auch verarscht, deswegen... Habe ich dich verarscht? Ja, beim letzten Mal hast du mich voll verarscht. Was, wie habe ich dich verarscht? Da bist du irgendwie einen anderen Weg gefahren als abgemacht. Hey, ich hatte einfach... Du hast mich verarscht. Hatte von... I'm saying that so it's true, believe me. Okay, es gibt ja im Moment Streit wegen der Mauer, habe ich gesehen. I'm going to build a wall to Mexico. And who's going to pay for it? Mexico, that's right. Believe me. It's true. Klasse Typ. Den Klimawandel gibt es nicht, aber lass uns die Mauer voll mit Solarpanelen machen, weil das Sinn macht. Ja, machen die das? Das wäre das war seine Idee. Das ist ja eigentlich... Aber also Trump, wenn man schon eine Mauer Trump baut... ist halt eben auch Drecksdippen. Wenn man schon mal eine Mauer baut, das finde ich gut. Werden die sich nicht leisten Überfahr können, aber ich bitte nicht. Gut. Ja. Oh. Hallo. Ich bin Ihre Notbremse. Danke, dass du... Danke. Mir wäre heute einer fast reingefahren beim Autofahren. Das hätte ich gut gefunden. Wieso? Vor mir bremste eine ältere Dame. Also von rechts kam ein Auto. Ja? Im Rechtsgelenk vor Linksgebiet, ja. Aber es war ein Bürgersteig auf dieser Straße. Das heißt, wer hat Vorfahrt? Sag's mir. Ja, nicht rechts vor links, sondern wenn ein Bürgersteig da ist, hat er keine Vorfahrt. Sekunde. So, hat der keine Vorfahrt, ne? Also Bürgersteig ist niederprioritätige Straße, hat keine Vorfahrt. Die Dame vor mir geht voll in die Sickeisen. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich dachte halt, die hat Vorfahrt. Und der hinter mir spielt am Handy rum und hat dann in letzter Sekunde gemerkt, dass er bremsen musste. Und das war auch relativ knapp. Und dann sah ich nur noch im Rückspiegel, wie von der Freundin oder von dem Mädchen, was mit dem Auto saß, das Handy durch die Gegend geflogen ist. Oh. Ja, dann war ich froh, dass der mir nicht hinten drauf geschallert ist. Jo. Das ist blöd. Ja, ich hatte auch noch keinen Unfall. Ach, schade, obwohl du so aussiehst. Also... Nee, ich bin der Unfall. So, ich denke aber, dass es eines Tages passieren wird, ne? Ja, das es wird jedem einmal gibt passieren. Ja, viele Leute. Das ist normal. Das gehört dazu. Es gibt viele Leute, die auch immer an ihrem blöden Handy da rumspielen und so. Ja, du bringst dich ja nicht selber um, du wirst ja von anderen umgebracht. Es gab auch schon Leute, die es selbst umgebracht haben. Ja, habe ich ja nicht gesagt, aber die Chance momentan, wir beide fahren ja nicht mit dem Handy am Steuer. Nee. Aber es gibt genug andere, die das machen und die rammeln dir dann rein. Unverantwortlich. Und machen dich einen Kopf kürzer. Ist einfach so. Ist auch mit Motorradfahrern. Motorradfahrer bringen sich normalerweise nicht selber, fahren nicht selber so scheiße, dass sie dadurch einen Unfall machen, sondern sie werden von Autofahrern mitgenommen. Ist das so? Wenn du dir mal die Statistiken anguckst. Ja. Wie oft Motorradfahrer übersehen werden. Ja gut, das stimmt, aber oft schätzen die auch Kurvenlagen falsch ein und dann irgendwie durch Herbstlaub oder sowas, durch aber feuchtes Laub. Aber ich wette mit dir, dass Unfälle verursacht durch Autofahrer mehr vorkommen als Selbstverschulden. Das kann sein. Ich hatte jetzt zuletzt einen, also Selbstverschulden in dem Sinne, er kann es trotzdem, ich schätze die Geschichte einfach. Ich fahre durch den Wald, so Dämmerung. Biegt links ab. Also es war noch hell genug, dass man ohne Licht fahren konnte. Und auf einmal, ich war halt am Beschleunigen, und auf einmal, wall, Motorradfahrer.
Was hatte der mitten im Wald? Dunkelgrünes Moped, dunkelgrüne Ledersachen. Super Kombination, dann ohne Licht zu fahren. Na, also, du übersiehst die schnell. Ja. So, warum will das jetzt hier nicht? Weil du das falsche Bauteil hast. Nein, das ist bei mir rot. Echt? Dieser Bereich ist bei mir... Jetzt ist er grün. Siehst du? Round 2. Achso, du bist schon unterwegs. Nee, ich lade gerade auf. Aber komm ruhig schon mal vorbei. Ja, mein ich doch. Du bist schon unterwegs. Achso, ja. Gut, beim Stahlwerk. Halt. Ja, in dem Sinne bist du schon unterwegs. Ich finde es aber auch immer witzig, hast du mal so eine Statistik gesehen, Unfälle von Flugzeug versus Auto, wie Leute denken, was gefährlicher ist, die Leute denken, also in den Köpfen der Menschen ist es drin, dass Fliegen gefährlicher ist als Autofahren, aber wenn du dir die Echt-Statistik anguckst, ist Autofahren deutlich schlimmer als Flugzeugfliegen. Ja, ja, gut, aber ich meine, wenn was beim Flugzeug passiert, dann ist es meistens ja, aber wie oft tödlich, passiert ne? was? Voll selten eigentlich, im Gegensatz zu einem Autounfall. Ich meine, es ist natürlich auch nicht so viel los da oben, ne? Und es ist super abgesichert. Nur es halt gibt ja viele Leute, die Flugangst haben. Das ne? Denken davon finde ich so interessant. Ja, die haben Flugangst, haben Schiss vorm Fliegen, fahren aber mit 200 über die Autobahn. Ja. Naja. Ich finde sowas immer super interessant. Da gibt es eine wunderschöne Statistik, wo du wirklich so den Unterschied sehen kannst, wie die Leute denken und wie es in Wirklichkeit ist. Mhm. So, mach mal Platz hier. Jetzt einer auf die. Frag nur. Du kommst ja eh nicht an mich ran. Ey, da will der mir einer aufs Maul hauen, ey. Ist aber nicht jugendfrei. Gewaltsimulator 2015. Ja, aber echt. Warte mal. Komm mal, bleib mal gerade da stehen. Du kriegst noch was dazu. Du kannst noch was mitnehmen. Echt? Ja. Meinst du, das Ding kann ich mal mitnehmen? Ja, kannst du. Natürlich. Das balanciere ich dir da jetzt drauf. Ich habe hier vorne noch so einen Werkzeugkasten. Ja, richtig. Ne? Guck mal, ob du das schaffst. Ich glaube, ich verliere es. Ich glaube nicht, dass ich es festmachen kann. Aber ich bin gespannt. Nee, festmachen kannst du es auf keinen Fall. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich balanciere gerne damit. Finde ich so eine weite Strecke. Ist wirklich nicht weit. Ja, drehe. Genau, fahr mal da drunter. Muss ja eh durch. Kriegst du das jetzt so dahin? Oh Gott, ist das eine dumme Idee. Natürlich, aber dafür sind wir doch hier. Das stimmt. Also. Ja, passt doch. Sicher. Gut passt gesichert. Doch. Perfekt. Geil. Damit hast du deine Effizienz um 100% gesteigert. Oh, Felix, das verselbstständigt sich einfach. Hier. Fahr einfach. Knallgas. Oh. Oh nee. Das ist geil. Awkward, Junge, awkward. Awkward. Oh Gott. Je öfter ich das sage, desto... Nein, ist es passiert! Oh nein. Ja, toll. Meinst du, wir kriegen das mit dem Pritschenwagen hoch? Ja, oder ich habe noch eine andere Idee gerade bekommen. Was ist die andere Idee? Da sprechen wir lieber nicht drüber. Keine professionelle, sagen wir es mal so. Das ist mir eh klar. Das ist ein eh klar. Oh wow. Hilfe. Hilfe. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Ich glaub's nicht, was ich hier mache. Au! Hier ist Schreckliches passiert. Das war keine gute Idee, sagen wir es mal so. Ja, es war ja auch deine. Oh. Was ist hier gerade passiert? Da kommt jedem Fan, kommen die Tränen, jedem Hardcore-Simulator-Fan. Alter. Oh, muss reichen. Ladung ist nicht korrekt verladen. So.
Jetzt aber. Dankeschön. Ey, ich habe den jetzt 2 Millimeter nach rechts geschoben, ne? Und dann passt's auf einmal. Dann ist das Spiel gnadenlos. Oh, echt. Hitbox-Abfrage. Super Sache. Schiebst du das Ding jetzt vor dir her, oder was? Das war ursprünglich eine Idee. Es hat nicht ganz funktioniert, um das schon mal. Muss ich ein bisschen nachhelfen? Spoilern. Ja, kannst versuchen. Es ist risky, denn ich bin irgendwann einfach drüber gefahren und dann ist das Ding in die Luft geflogen. Aber probier's ruhig. Lass das mal den Papa machen. Ja. Ich hab mir, Thema Film, ich hab mir vor ein paar Tagen ist es dir auch passiert? Ich war ungefähr 60 Meter in der Luft. Ja. Ja, moin. Ja, das ist mir eben auch passiert. Ja, dass man Film. Einfach drüber fährt. Film, ich war vor ein paar Tagen in Die Verlegerin bzw. The Post. Kenn ich nicht. Schon angeschaut? Kenn ich nicht. Nee. Geht um die Washington Post. Und ein Artikel oder die Fake die, News. Die Pentagon Papers. Mhm. Kennst du Geschichtsunterricht? Nein. Nee, egal. Jedenfalls geht es da um Vietnamkrieg und so. Und die haben da, dass die Regierung unter Nixon hat es ja so versucht zu verheimlichen, dass das eigentlich ein sinnloser Krieg ist und so weiter. Watergate. Und der war schon. Ja, Watergate kam dann später, genau. Aber darum ging es nicht. Es geht okay. Dann halt nur um diese Pentagon Papers. Aber genau, das war ein sehr guter Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Also man muss ein bisschen Politik interessiert sein, glaube ich, aber sonst, dann geht's schon. Also sehr spannend auch. Sehr gut aufbereitet. Von Steven Spielberg übrigens. Ach so, ja, dann muss es ja gut sein. Da viele halten ja was von dem, ne? Deswegen sage ich das. Ja, sprich weiter. Ich lausche. Nee, war's schon. Ach so, an der Stelle. Krass. Hast du auch eine Filmempfehlung noch zum Ende der Folge? Nicht bitte sowas wie Harry Potter. Star Wars 8. Nee, sowas nicht. Hast du noch eine andere Filmempfehlung? Nee, aber wir können über nochmal was sprechen an Filmen. Das könnten wir aber auch eigentlich in der nächsten Folge. Zum Beispiel über Feuer und Flamme sprechen. Feuer und Flamme? Ansgar, kennst du das nicht? Ach, die WDR-Dings, ne? Ja, wenn du das jetzt nicht gekannt hättest, ne, dann hättest du eine gehauen bekommen. Doch, das habe ich dir schon vor. Nee, das habe ich dir schon während den ersten Bausimulator-Folgen empfohlen. Ich kannte die Dings ja schon relativ früh. Da kann ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Nee, ist nicht so lustig. Aber ich kann eine Geschichte zu erzählen. Ja, machen wir das denn in. Pass auf, dann fangen wir in 3 Minuten mit der Geschichte an und dann ist in 2 Minuten nämlich die Folge zu Ende. Genau. Oh, voll der Cliffhanger. Bist du auch? Ah, da bist du. Natürlich bin ich da. Muss nur gerade was trinken und dann hatte ich das Problem, dass der Sprudel hochgekommen ist und dann hast du so einen Druck auf der Speiseröhre. Awkward, Alter. Awkward. Das ist voll awkward. Oh, das ist so schrecklich, dieses Wort. Oh. Awkward. Aber eigentlich, ja, gibt's. Es passt eigentlich auch. Also, ich habe eine Freundin, die das so sagt und ich habe es aber von mehreren schon gehört, aber es ist passend. Ah, nee, es wird anders geschrieben. AWK. Ja, genau. Ne? AW. Nee. AWK? WARD, oder? Oder nicht? Jetzt muss ich erstmal gucken. So? Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du da eingibst. Achso, du siehst den Chat nicht. Nee. Ah, doch, hier im Ingame. Ja. Wie schreibt man? Nee, WARD, oder? AKW. AWK. AKW. WARD, also. WARD, genau. So also. AWK. WARD. So. Genau. Ich glaube, so wird es geschrieben, oder? Ich nutze dieses Wort ja ungern, aber wie du sicherlich mitbekommen hast. Was machst du? Ich versuche, den Trafo zu cachen. Du weißt, dass der 60 Kilometer entfernt liegt, ne? Ja, naja. Du willst die Folge ins Ende ziehen. Ein Versuch ist es wert, oder? Also, dann machen wir das auch einfach, meine Damen und Herren, in der nächsten Folge. Ansgars Geschichte zu Feuer und Flamme. Beste Serie DE West. So. Ne? Wegen WDR. Ich komme nicht ran. Wegen WDR. Komm, streng dich mal an. Gib mal ein bisschen Druck. Awkward, Junge.
So, und, falls ihr euch fragt, wieso ich so auf dem Awkward sage, schaut euch mal die letzte Folge an. Und schreibt dann mal in die Kommentare, wie ihr dieses Wort findet. Ich find's awkward. Oh, also. Gott. Und wir müssen jetzt nochmal schnell diesen Dings da hinten aufladen, aber das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht? Ich gehe mal davon aus. Okay. Bis dann. Tschüss.